machen Sachen? Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Die Reihe geht weiter. Wir werden uns jetzt weiter um Blendshapes kümmern. In dem ersten Tutorial haben wir uns ja die Blendshapes angesehen, wie wir sie in Weavile's Studio haben. Dann sind wir einen Schritt weitergegangen und haben uns in Unity hingesetzt und haben Blendshapes neu zusammengestellt. Und jetzt gehen wir in Blender und erstellen ganz eigene Blendshapes und machen uns halt selber welche. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Ich habe das Modell schon in Blender reingeladen über das Cats-Plugin. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, ich habe schon ein Tutorial dazu erstellt. Das findet ihr einmal in der Beschreibung unten drunter oder, wenn ihr möchtet, oben in der Infobox. So, dann lassen wir anfangen und ab in Blender. Okay, wie gesagt, Charakter ist schon reingeladen in Blender. Es ist der gleiche Charakter, den wir auch im Weavile's Studio benutzt haben. Unsere schöne Dame mit fast ohne Haare. Und jetzt wollen wir in die Blendshapes gehen. Dazu klicken wir einmal auf Gesicht, weil dort sind die halt nun mal angelegt. Weil wir wollen ja Mimik darstellen und die befindet sich halt im Gesicht. Theoretisch könntet ihr Blendshapes für alles Mögliche nutzen. Ihr könntet Klamotten tauschen oder so weiter. Ist jetzt zwar nicht so effizient, wenn man so Blendshapes regelt, aber ist auch eine Möglichkeit. Dazu kommen wir dann aber im nächsten Tutorial. Ja. Okay. So, okay. Wie gesagt, Charakter ist schon reingeladen über das Cats-Plugin. Ist der gleiche Charakter, den wir auch die ganze Zeit genutzt haben für diese Tutorial-Reihe. Unsere nette Dame mit fast ohne Haare. So, wir wollen jetzt an die Blendshapes rangehen. Generell werden wir uns nun um das Gesicht kümmern. Man kann natürlich auch viel mehr machen. Wir werden ein bisschen besser drauf eingehen in das nächsten Teil des Tutorials, wo wir halt komplexere Sachen machen, neue Sachen hinzufügen. Heute machen wir so die Basis. Was mache ich, um mir neue Mimik zu geben oder dem Charakter neue Mimik zu geben? So der Anfang, so zum Einstieg. So, Blendshapes befinden sich dementsprechend im Gesicht. Klicken wir da mal drauf. In den Fall, wenn ihr das bei Weavile reinladet, habt ihr das alles in Einzelteile getrennt. Alles ist so gestückelt. Wir brauchen das Gesicht. Dann gehen wir hier an die Seite. Ich mache das einfach mal zu. Die Seite ist wichtiger. Wir müssen hier auf dieses Ding hier gehen, dieses grüne Dreieck nenne ich es jetzt mal. Da sind unsere Blendshapes drin. Dann haben wir hier zwei verschiedene Fenster, nenne ich es mal. Einmal die Vertex Swoop, das ist mehr das, was halt fürs Rig gebraucht wird, für die Bones. Da ist unser Rate Paint drauf. Wir brauchen die Shape Keys. Das hier. Eine Sache ist hier sehr, sehr wichtig, was die Blendshapes in Blender angeht. Die Basis ist euer Nullpunkt. Also alle anderen unten drunter beziehen sich auf die Basis. Sprich, wenn in der Basis was verändert, könnte es sein, dass ihr hier unten irgendwas kaputt macht, also ihr verändert das. Das müsst ihr dann halt kontrollieren. Sprich, wenn ihr in der Basis verändert, weil ihr nachhinein sagt, okay, ich will die Nase ein Stück nach oben oder die Augen ein Stückchen größer, klein etc. Wenn ihr das in der Basis jetzt verändert, müsst ihr alles durchgehen und gucken, ob es nicht irgendwo Einfluss hat, dass ihr aus Versehen irgendwas kaputt gemacht habt, dass ihr dann halt wieder reparieren müsst. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nur mal so als kleine Gedankenschütze. Wir werden noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Im nächsten Tutorial, also im nächsten Part, wo es dann halt wirklich dahin geht, dass man neue Sachen hinzufügt. Sei es jetzt Planes, wo halt verschiedene Unterstützer drauf sind, wie Herzen, Sterne, Noten oder sonst was. Oder man generell komplette Assets in dem Körper versteckt, die man dann ein- und ausschalten kann. Solche Geschichten machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal den Einstieg, die Basis und verändern nur ein bisschen Mimik. So. Wir haben hier drunter natürlich jede Menge Sachen schon von Weavile Studio selber. Wir können hier mal draufklicken. Neutral ist nicht so spannend. Hier auf Angry. Momentan ändert sich nichts. Wenn wir hier an dem Value drehen, an dem Wert drehen, ändert sich das Gesicht. Das ist bei allen so. Die ersten paar sind halt diese komplette Veränderung, wo es halt Augenbraue, Augen, Mund und so weiter alles mitbenutzt wird. Wir haben aber auch die Einzelteile. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich will hier nur die Surprised Augen haben und so weiter. Das gibt's auch. Ihr könnt arbeiten, wie ihr möchtet. Ihr könnt sagen, okay, ich mache mir lauter Einzelteile, die packe ich dann in Unity zusammen und puzzle mir da was zusammen. Oder ich setze das so auf, dass man halt verschiedene Sachen zusammenwürfeln kann, dass man verschiedene Ausdrücke hat. Das ist komplett euch überlassen, wie ihr arbeiten möchtet. So, dann lasst uns doch erstmal bei Blendshapes machen. Ich zeige euch zwei Wege. Einmal, wie ihr die eine komplett von Null machen könnt. Oder auch eine weitere, wo ihr dann einfach schon vorhandene Blendshapes nutzen könnt als Basis, die ihr dann halt zusammenschmeißen könnt. Macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich euch das dann zeige, wie ich das meine. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Anfang an und erstellen uns eine komplette Blendshape von Null. Die ist nämlich so simpel, wie nur sein kann. Wir drücken auf Plus, Add Shape Key und dann kriegen wir hier schon Key sonst was. Dann können wir das umbenennen. So, dann können wir den Ganzen einfach mit Doppelklick einen neuen Namen geben. Ich nenne es jetzt einfach mal halbes Lächeln. So, und das hier wollen wir jetzt bearbeiten. Guckt auch, dass ihr wirklich
euer richtiges ausgewählt haben, nicht, dass ihr aus Versehen irgendwas anderes verstellt, was ihr gar nicht verstellen wolltet, weil ihr nicht aufpasst. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Es gibt jetzt natürlich mehrere Varianten, wie man das halt bearbeiten kann, wie ihr möchtet. Wir können einmal in den Edit-Mode gehen und jede einzelne Vertices verzerren, indem wir hier dran klicken, sagen, ich mache hier den, ich aktiviere mit diesen ja, Gruppenauswähler, ich weiß nicht genau, wie man das in Deutsch nennen kann. Und sage, okay, ich mache den mir mit dem Mausrad ein bisschen kleiner und ziehe mir das so zurecht, wie ich das möchte. Ich rotiere das vielleicht so ein bisschen. Na, wo willst du denn hin? Dann kann ich gucken. Naja, erfüllt seinen Zweck. Ist halt ein bisschen Friemelei, bis man das so hat. Ich persönlich arbeite nicht so gern, was das angeht mit dem Edit-Mode. Ich gehe viel lieber in den Sculpting-Mode. Gehe hier drauf. Hier müsst ihr gucken, dass ihr den im Sculpting-Mode auf einstellt, sonst könnt ihr den nicht anpassen. Ich mache mir den Mirror aus und ich nehme ganz gerne eigentlich hier den Elastic Deformer. Ups. Und ziehe mir das so. Die Tools nutze ich halt persönlich gerne. Ihr könnt das für euch natürlich entscheiden, wie ihr das möchtet, wie ihr gerne arbeitet. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass ihr Zunge und so weiter nicht verschiebt oder andere Sachen verschiebt. Da kann man zum Beispiel hingehen und sagen, ich hide das out in einem Sculpt-Mode und markiere mir das aus mit den verschiedenen Tools und sage, okay, alles, was jetzt schwarz ist, das wird nicht mehr manipuliert. Ich nehme mal zurück in den Edit-Mode. Altar zum Entheiden. Gehe ich wieder zurück in den Sculpt-Mode und kann dann hier weitermachen, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass ich jetzt Zähne, Zunge etc. verschiebe. Kann man natürlich auch machen, was halt gern verschoben wird, was seltsam aussieht, ist die Nase. Die kann man hier einfärben oder halt generell irgendwelche Abschnitte, die man halt nicht bearbeiten möchte, dass man sie halt nicht aus Versehen mitbearbeitet. So, jetzt habe ich das ausgekeyt und dann kann ich halt hier die Sache nicht greifen. Ich kann hier unten drunter greifen. Aber was halt ausgekeyt ist, das ändert sich halt nicht mehr. Dann kann man halt sich verschiedene Sachen ausmarkieren. So arbeite, wie gesagt, ich persönlich für Landshapes ganz gerne, dass ich die Sculpting-Tools nutze. Dann haben wir hier doch so ein fesches, halbes Lächeln. Vielleicht den Mund noch zumachen. Der ist so ein bisschen offen. Da gehe ich jetzt doch tatsächlich mal mit dem. Ich muss mal kurz die View ändern. Geht mir nicht nah genug heran. Ups, hey, geh weg. Die brauche ich gerade nicht, kein Freund. Und wenn es jetzt gut läuft, kann ich sagen, okay, ich schließe jetzt einfach den Mund, indem ich das alles ein Stückchen höher mache. Nee, nicht die Zähne. So, wenn es jetzt für mich gut läuft, kann ich das einfach hochziehen. Und der Mund ist zu. So, jetzt haben wir hier so ein fesches halbes Lachen. Kann man dann halt, wie man das in einem anderen Tutorial kennt, in Unity halt noch mit ein paar anderen Blendshapes zusammen kombinieren. Man kann zum Beispiel noch ein Pinseln dazu machen, dass man halt so ein fesches Zwinkern hat, wie man das da möchte. Oder halt generell das schon mal als Basis nimmt für weitere Blendshapes, die man halt zum Beispiel braucht, wenn man halt mit dem iPhone-Tracker, da braucht man ja doch ein bisschen mehr als die simplen Sachen, die fürs Webcam-Tracking gedacht ist. So, jetzt zeige ich euch nur eine zweite Variante, wie man verschiedene Blendshapes halt zusammenschmeißen kann als Basis, dass man halt nicht immer bei Null anfangen kann. Und ja, das machen wir jetzt. Wir schieben es wieder auf Null zurück. Und wir sagen, wir wollen die Zunge rausstrecken. Um uns das halt auch einfacher zu machen, machen wir den Mund schon mal auf. Dann haben wir uns schon mal ein bisschen Arbeit gespart und müssen das nicht mehr tun. Dazu müssen wir jetzt gucken, was funktioniert ganz gut. Ja, das O. Vielleicht mit dem, nee, eh nicht in Verbindung, irgendwas, was den Mund schmaler macht. Vielleicht so, O und U, ganz zusammen. Vielleicht noch ein bisschen A mit dazu, von der Mundform her.
Na, vielleicht nicht ganz so viel. Samen, okay, jetzt haben wir doch schon mal eine gute Mundöffnung. Vielleicht machen wir doch noch ein bisschen E dazu für doch noch breiter, dass wir die Zunge einfach durchschieben können. Jetzt haben wir sagen, okay, jetzt haben wir das so, wie wir das ungefähr möchten. Das ist doch schon mal eine gute Basis, damit lässt sich arbeiten. Die wollen wir jetzt verbinden zu einer neuen. Dann gehen wir hier auf den Pfeil, drücken Add New Shape Key for Mix und dann packt die das alles schon mal in den Mix zusammen. Und dann machen wir hier Zunge raus. Enter. Achso, ja, Enter ist ja mein Slime da. Hey, wieso hast du es nicht getan? Zunge raus. Jetzt. Sorry, Slime, du musst kurz wieder weg. Okay. Jetzt müssen wir unsere ganzen anderen Shape Keys wieder auf 0 setzen. So, alles genullt. Und jetzt können wir unsere neue Shape Key nutzen. Hat schon alles. Und können die dann bearbeiten. So, dann gehe ich jetzt tatsächlich über den Edit-Mode. Ich möchte die Zunge bewegen. Gehe auf meine Faces. Drücke L. Dann markiert er den kompletten Abschnitt. Ja, V-Roid und Blender schneiden die Dinger manchmal echt komisch auseinander. Ich brauche beide Teile der Zunge. Schiebe ich die raus. Positioniere mir die halbwegs vernünftig. Ich sehe, ich habe den Mund. Entweder ist die Zunge zu groß oder der Mund zu klein. Müssen wir dann mal gucken. Ich glaube, die Zunge ist zu groß. Ja, die sieht doch sehr groß aus. Können hingehen, können scale. Dann machen wir sie etwas schmäler. Ein bisschen. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte sie ein bisschen länger machen. Dazu tue ich einfach mal local. Naja, das hilft mir nicht weiter. Normal. Ja, wollen wir sagen, minimal länger. Mal ganz lustig und platziere mir die doch vernünftig. Ich rotiere sie ein bisschen. Das ist vielleicht doch zu weit draußen, weil mir guckt die halt auch in den Rachen und dann ist halt nichts drin. Passt aber noch nicht so ganz. Entweder ändere ich jetzt die Zunge oder den Mund. Ich sage, ich ändere jetzt mal den Mund, einfach nur, dass wir was anderes tun. Ich gehe auf Sculpting. Wir haben ja vorher schon ausmarkiert. Die Zunge ist jetzt nicht mehr manipulierbar. Ich gehe auf den Deformer, mache mir den Mirror an. In dem Fall ist es X. Sage, okay, ich brauche vielleicht einen minimal höheren Radius und ziehe mir den Mund, wie ich ihn brauche. Vielleicht das hier ein bisschen höher. Bisschen weiter runter. Okay, wie dem auch sei, Zunge ist draußen. Experiment geglückt, würde ich sagen. Wir haben jetzt aus mehreren Blend-Shapes eine Basis gebaut, die wir dann halt weiter bearbeiten. So haben wir jetzt eine Blend-Shape komplett von Null aufgebaut und wir haben eine erstellt, die wir halt schon zusammengebusselt haben aus Teilen, die schon da sind und dann weiter bearbeitet haben. Würde ich sagen, soweit so gut. Ihr könnt natürlich so viele Blend-Shapes da reinhauen, wie ihr das möchtet. Im nächsten Tutorial werden wir, wie gesagt, darauf eingehen, wie wir das machen können, um halt Sachen hinzuzufügen, die noch nicht da sind, wie jetzt halt, was halt gängig genutzt wird, sind Planes, wo man dann einfach ein Herzchen drauf malt, Sterne drauf malt, etc. Machen wir im nächsten Tutorial. So, wir haben jetzt erstmal alle Blend-Shapes erstellt, die wir möchten. Wir importieren das Ganze jetzt in Unity und werden das halt konvertieren, um dann halt später eine VRM rauszurendern. Das mache ich jetzt im Schnellverfahren. Wer genaue Erklärungen möchte, ich habe auch dazu eine Infobox und in der Beschreibung ein Tutorial verlinkt, das ich schon gemacht habe. Also, je nachdem, falls ihr nur eine Auffrischung braucht, guckt jetzt weiter zu. Wenn ihr das halt genauer noch mehr erklärt haben möchtet, schaut euch die Tutorials an oder das Tutorial, je nachdem, was ihr möchtet. So, okay. Ich habe das gleiche Unity-Projekt geöffnet, das wir im letzten Tutorial auch schon benutzt haben. Ich werde sie kurz ausblenden, also auf das Auge klicken und sie ist für uns nicht sichtbar. Das Modell an sich ist noch da in der Szene, aber es ist halt ja nicht sichtbar. Dann packe ich den Blender-Datei hier rein. So, da ist die Blender-Datei. Die packe ich hier hin. Mach kurz das Rig in Ordnung. So, okay, das Rig ist in Ordnung. Wer hier auch diese komischen weißen Stellen hat, macht einfach das Licht aus und dann sind sie weg, dann stören sie euch nicht mehr. Ist auch für den Export für uns erstmal egal, den brauchen wir nicht. Ich packe jetzt erstmal ein paar Materials drauf. Ich nehme aber die gleichen, die wir schon haben, dadurch, dass wir die erste VM-Datei drinne haben. Materials sind schon. So, Materials sind auch schon mal drauf. Wir müssen jetzt erstmal exportieren, dass wir die auch als VRM-Datei haben. So, also gehen wir auf VRM0, Export, füllen das Ganze aus. Habe ich hier vielleicht irgendwo ein Bild von hier? Only Outdoor mache ich erstmal drin, Verbreitung verboten, Export. Und das muss auch wieder direkt in unsere Unity rein. Assets, Character, Test, VRM.
Machen wir einfach Test Convert, die Konvertierung. Das wird gespeichert. So, und jetzt haben wir unser Charakter halt als VM-Datei schon mal drin. Jetzt hat sie noch keine Blend-Shapes. Dann gehen wir auf Blend-Shapes und sortieren die einfach wieder ein, wie wir es halt vorher schon gemacht haben. Indem wir einfach die Schieber an die richtigen Stellen ziehen. Für die Blend-Shapes, die halt hier oben nicht in der Liste drin sind, machen wir Create Blend-Shape. Machen wir Surprise. Das haben wir noch nicht drin. Jetzt haben wir Zunge. Haben wir neu. Und was haben wir neu? Machen wir Zwinkern. Meine Shortkeys sind noch nicht richtig. Ich hab's irgendwie noch nie raus, wie ich sinnvoll meine Shortkeys mache. Dann haben wir einmal die Zunge raus. Und zwinkern. Dann haben wir das Lächeln und wir machen Joyride oder Left. Ich glaube, Left ist besser. So, und dann haben wir jetzt eine neue erstellt und eine neue zusammengefügt. So haben wir ein paar neue. Wir können ja unseren Zombie wieder hinmachen. Ah nein. Und dann Zombie. Was hat man da genommen? Wir hatten. Wo haben wir die Augen? Fangshot. Ah hier, Iris Hide, Highlight Hide und A und O zusammen. Irgendwie sowas. Haben wir unseren Zombie wieder. Ja, ist ganz lustig. So, wir haben alle Blend Shapes angelegt. Jetzt können wir sie endlich raus exportieren, dass wir sie in VC Face etc. nutzen können. Einfach wieder drauf drücken. Export. Das ist noch ausgefüllt. Export. Hallo, Export. Danke. Und ihr packt die dorthin, wo wir sie dann halt einfach final nutzen möchten. Ich habe hier, glaube ich, noch einen Test. Ja. So, und dann können wir sie tatsächlich auch direkt in VC Face nutzen. Wollen wir das doch gleich mal ausprobieren? So, dann wollen wir mal die Avatare tauschen. Avatar Selection, neue Avatar. Wo habe ich sie? Test da. Öffnen. Select. Ja, und sie fängt noch direkt an zu reden, das funktioniert. Dann gehen wir wieder in die Expression Settings. Wir müssen hier noch gucken, wo das angelegt ist. Machen wir einen Zombie mal auf 1. Machen wir Zunge auf 2. Und Zwinkern auf 3. Beim Zwinkern sollten wir Blinking und Mouth Tracking ausmachen. Zunge Mouth Tracking aus. Und beim Zombie sollten wir. Obwohl, glaube ich, auch nur Mouth Tracking ausmachen. Und alles auf Base. So. Wollen wir ausprobieren. Ja, Zombie funktioniert immer noch. Und Zwinkern. Oder das Zwinkern wäre, glaube ich, besser, wenn wir das auf Hold machen. Dass wir da so ganz kurz zwinkern können. Oh. Ich mag Zunge rausstrecken irgendwie total gern. Ich feiere auch den Zombie, der ist irgendwie lustig. Weiß nicht, vielleicht mache ich das für Lucy auch. Dann hoffe ich, dass das Tutorial euch gefallen hat. Ihr habt was gelernt, ihr hattet Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial, wo wir das halt alles nochmal ein bisschen weitergehen und halt tatsächlich neue Assets hinzufügen. Dann auf Wiedersehen!